Eckstein-Konferenz ist unsere jährliche Arche-Konferenz, zu der wir unsere Missionsfreunde einladen, Fernsehzuschauer, Pastoren, Christen aus dem ganzen Land, aus Europa, die hier in die Arche zusammenkommen und wir versammeln uns um Jesus herum. Jesus, meine starke Festung. Da kommt der Name Eckstein her. Eckstein ist Jesus Christus. Uns ist ganz wichtig, dass die Menschen, die kommen, nicht nur in ihrem Kopf mit Wissen gefüllt werden, sondern wir möchten gerne, dass diese Wahrheiten der Heiligen Schrift auch in dem Leben eines Christen Anwendung finden. Ich fühle mich wie eine Pflanze, die bewässert wird hier. Truly blessed for me, yeah, to hear how to live according to God's word. Seminare gibt es jeweils zum Konferenzthema, wo spezifische Unterthemen noch vertieft werden. Ich fand das Seminar sehr gut. Es stärkt einen, es ermutigt einen, es gibt einen Kraft, man kann sehr viel mitnehmen. Eine Theologie, die wirklich Grundlage setzt für das Leben, für das eigene persönliche Leben mit Jesus, aber auch für das, was man auch wirklich den Menschen weitergeben kann. Wir laden Sprecher aus anderen Ländern ein, weil wir daran sehen, dass nicht nur in Deutschland diese Lehren der Gnade, die uns auch so wichtig sind, verkündigt werden, sondern darüber hinaus auf der ganzen Welt. We proclaim the word. Wir proklamieren das Wort. Uns liegt es am Herzen, dass das Evangelium wieder in seiner Ursprungsklarheit, in seiner Ursprungsbotschaft zur Geltung kommt. Ich habe Zufriedenheit gefunden in dem, was mir die Bibel, das heilige Wort Gottes, offenbart. Es ist mir zu einem Schatz geworden. Die Aktualität und die Wichtigkeit für mein Leben, das hat mich sehr gesegnet. Wir leben in einer Welt, die sehr dunkel ist, die wirklich chaotisch ist und die es braucht, dass wir wirklich zum Wort stehen, wissen, was da drin steht. Genau bin ich hier, weil ich Hunger dafür habe. Ich muss mehr Bibel lesen. Ganz wichtig, das nehme ich mit. I have enjoyed every moment of it together with my wife. The people here are friendly and also very clearly they are appreciating the preaching, which is encouraging me as I preach. Jesus.